Okay, können wir. Ne, es gibt nichts Neues. Schade. Gibt's hier noch was? Nee, nee, nee. Na gut. Ich bin mal weg. Hier gibt's auch nichts. Ach. Warte mal. Nee, gut. Burg ist viel zu leer irgendwie. Hi. Oh, Kiste. Meteorstein. Hier muss ich gar nicht lang. Da muss ich lang. Okay. Komm, Torgal. Sie muss hier irgendwo sein. Willst du mit mir Torgallen? Einen wunderschönen guten Abend. Schöner Name. Ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast einen angenehmen. Ja, inzwischen Abend, nicht wahr? Ja. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind gerade auf der Verfolgungsjagd von der bösen Benedikta. Obwohl, naja, ist die so böse? Ist die, ja, ist das schwierig. Ah, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dir geht's gut. Jo, bestens. Wunderbar. Supertrank, das ist schon mal gut. Blutige Haut, Kiste. Feuerschwall. Ach, das ist bestimmt für die andere Attacke, ne? Der Name ist mittlerweile ein Insider. Manche kommen auf Torgal nicht klar. Hä, Torgal, voll süß, der kleine Wuffi. Man muss ihn ja nicht benutzen. Ich habe allerdings auch im Kampf gemerkt, ja, er bringt nicht so viel, selbst wenn ich ihn benutze. Und somit komme ich viel mehr raus. Feuerwirbel, Lohenschwinge. Okay, wofür ist das Ding da? Zurück, zurück. So, Feuerschwall. Auf einem Schlachtfeld gefundene Rückstände feuerelementaren Äthers, die sich zu einer Art Kristall von höchster Reinheit verfestigt haben. Der äußerst starke, wenngleich auch nur begrenzt, naja, eingesetzbare Kräfte von Feuerschwall 9%. Feuerschwall haben wir noch gar nicht, ne? Warte mal. Feuerschwall, hier. Ja, das haben wir noch gar nicht. Dreihundertdreiundsechzig habe ich bisher. Das ist die Frage, was rüstet man mal aus? Eigentlich müsste man die Esper-Fähigkeiten mal ausrüsten, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist der Phönixflug. Ja, der geht dann bloß ein Stück weiter, ne? Aber ein Stück weiter ist gar nicht mal so schlecht. Wir warten noch kurz. Und Matsbo muss bis zum PC-Release warten. Ja, also ich muss sagen, bisher habe ich ziemlich viel Spaß. Ich war halt durch die Demo-Version oder ja, durch die Demo, den Anfang des Spiels sozusagen, war ich so gepackt. Ich wollte es als erst gar nicht spielen, da ich Final Fantasy VII nicht gut fand. Jedenfalls hat mich das nicht so gecatcht. Aber der Teil hier mit. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Setting. Also dieses mittelalterliche Schwerter, Rüstung und so weiter. Das gefällt mir mehr als, ja, zum Beispiel Teil 7 oder sowas. Und das Remake. Ich habe das Remake gespielt gehabt. Ich bin bei Final Fantasy sonst nie irgendwie rangekommen. Ich habe Teil 7 auch als. Ja, da oben steht's. Für die PlayStation 2, aber ich habe es noch nie gespielt. Also, ja. Und auch dieses über. Wie sagt man dazu? Dieses überspielte fand ich ganz, ganz schlimm. Und gut, das verstehe ich. Das Remake ist kein Final Fantasy VII für mich. Das ist Schmutz. Veränderte Story. Ja, gut, das weiß ich nicht. Ich habe die Originalstory ja leider nie gespielt. Aber wie gesagt, mich hat hier bei Teil 16 sozusagen, das hat mich vollgepackt. Dieses Epische, was im Anfang war und sowas. Und auch das Kampfsystem finde ich super. Also macht mir bisher sehr viel Spaß. Das Einzige, was mich stört, bisher fühlt sich das Erkunden nicht belohnt an.
Also man hat sehr wenig Kisten irgendwo rumliegen oder allgemein Items oder so. Und das fühlt sich... Schönen guten Tag, Leute. Das fühlt sich irgendwie nicht so belohnt an. Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in ihrer Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich, Gegner, die Heilzauber verwenden, zuerst auszuschalten. Ja, klingt logisch. Wie erkenne ich die denn? Ich mache einfach alle kalt. Guck mal, was ich kann. Und guck mal, was ich noch kann. Bleib liegen. Geil. Oh, macht das einen Spaß. Das Schnetzel macht so einen Spaß. Und vor allen Dingen, was ich noch gut finde, es ist eine auf jeden Fall viel erwachsenere Story, die erzählt wird. Und ja, auch Blut spritzt. Es gibt sexuelle Inhalte. Es gibt... Ja, es ist eine erwachsene Story, finde ich. Und gerade am Anfang, ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast oder sowas, aber... Ja, der Anfang mit meinem Bruder, was passiert ist, das ist schon ziemlich nice. Uff, haben sie auf Final Fantasy VII Remake übernommen. Da gab es auch schon kaum noch Kisten. Normalerweise hast du ja in so einem JRPG Dutzend. Ja, ja, das... Und das ärgert mich ein bisschen. Also, ich war vorne in der Stadt und da gab es 3 Kisten oder so. Und das war ein bisschen wenig irgendwie. Also, dahingehend bin ich ein bisschen enttäuscht. Und es fühlt sich bisher sehr straight an. Also, mach die Story und dann läuft das. Und ich bin immer so gerne so ein kleiner Entdecker. Ich guck mich immer gerne um und sowas. Torgal, warte mal. Ich will da drüben auch ran. Oh Mann. Clive, Alter, du bist ein super krasser Kämpfer und kommst dir nicht über 3 Bretter rüber. Ich kotze. Ja, naja, ein bisschen so, ne? Also bisher ist die Story der Hauptgrund. Und ich habe bisher 3 Nebenaufgaben gemacht und die waren alle, geh mal dahin, geh mal dahin, geh mal dahin. Ja, war auch nicht so cool. Auch wenn jemand Essen bringen nett ist, aber... Warte mal, ich bin zurückgelaufen. Was mache ich denn? Falsche Tür genommen. Hä? Wo waren jetzt die andere Tür? Hier war doch noch eine, oder? Da. Ist das die richtige? Ach, leck mich. Ich gehe jetzt einfach die Tür hier lang. Ich hoffe, ich komme da noch ran. Ich bin schon fast oben. Ja, und wir werden sicherlich erwartet, mein Freund. Ja, sagt mir trotzdem mehr zu als Final Fantasy, als 15. Wie gesagt, ich habe... Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Hey, Freunde. Guck mal, was ich kann. Geil. Bleib liegen. Genau. Du bist erledigt. Was ist das? Torgal! Torgal hat's geschafft! Danke! Mensch, du bist ein Feiner. Oh, ich kann dich gar nicht streicheln. Warum kann ich dich gerade nicht streicheln? Torgal, feiner Bub. Feiner Torgal, genau so ist es. Oh, wir kommen doch noch hierher. Sehr schön. Ja, was ich vorher sagen wollte, Teil 15 habe ich halt nie gespielt. Es ist mein erster Teil, wo ich hoffentlich nicht die Lust verliere. Weil bei Teil 7, beim Remake, habe ich irgendwann die Lust verloren und nicht mehr weitergespielt. Oh. Stirb jetzt! Oh, und Torgal hat schon wieder gemacht. Du bist ein feiner Bubi, Torgal. Ach Mensch, so ein Schwubi-Bubi. Oh, hi Leute. Guck mal, was ich kann.
Ich sollte den zuerst kalt machen, ne? Ich hab doch ausweichen gedrückt. Noch ein Magier. Oh, oh, weg hier. Ciao. Oh, richtig schön in die Eier gelatscht, ey. So, und jetzt ihr beide noch. Und das war's. Jetzt war's das. Torgal? Ach, hier. Sehr gut. Nochmal einen Heiltrank nehmen, das kann nicht schaden. Hab fast alle Teile gespielt. Sind einige dabei, die es sich lohnt zu spielen, aber qualitativ nicht so gut wie das hier sind. Ja, okay. Ja, ich habe das halt immer so gehört. Bei mir waren es immer andere Spiele, die ich so gespielt habe. Und alle haben halt, oder viele haben halt geschwärmt, oh, Teil 7. Und da habe ich das Remake gespielt und war da nicht so begeistert. Aber ja, jedem wie es gefällt, ne? Hauptsache man hat Spaß, das ist immer das Wichtigste. Hallo? Oh. Den scheint es nicht mehr so gut zu gehen. Aber gut. Heiltrank? Nee, Reißzähne. Na gut. So, na dann. Oh Gott. Oh, wer bist du denn? Oh, nicht schon wieder so ein Heini. Knapp vorbei. Oh, die Attacke ist so übel, ey. Gebrochen. Und zack. Und zack. Komm, und rein hier an den Typen. Oh Gott, jetzt wäre ich fast noch reingesprungen. Oh, das wäre es noch gewesen. Hallo, ich bin ausgewichen. Sage mal, wenn ich auf Ausweichen drücke, dann solltest du auch ausweichen. Und weg da, und weg da, und weg da, okay. Na bitte. Und Schuss. Nice. So gefällt mir das. Phew. Okay. Die sind fies durch ihre scheiß Teleportfähigkeiten. Da weiß man immer nicht so, okay, wo ist er jetzt? Wo kommt er hin? Da habe ich das Ausweichen noch nicht so gut drauf, muss ich sagen. Leider. Super Trunk, na toll. Habe ich gerade noch einen Heiltrank genommen. Der grüne Turm. Siehst du, gibt's darüber jetzt was? Nö, gibt nichts Neues. Schade. Heiltrank, ja, sehr gut.
Frogger könnte mich ruhig ein bisschen mehr heilen von selber. Das wäre ganz nett. Der feine Torgal. Oh. Immer rein in die Kollegen. Torgal. Sehr gut, er kümmert sich. Schau. Feiner Torgal. Das hat er gut gemacht. Aber ich kann leider nicht überall sein, muss noch 1000 andere heilen. Ja, gut. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber wenigstens ab und zu kannst du ja mal, ne, ein Heilungsheulen rüberschieben. Das wäre sehr nett. Weil so heilt er ja scheinbar. Ein magischer Hund. Das wäre cool. Könnte meiner ruhig auch machen. Aber der liegt hier und schläft. Was ist da? Au! Sehr gut. Gleich beim Bosskampf. Da kannst du das machen. Endlich. Sind wir oben? Torgal bellt. Okay. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Noch ein Heiltrank? Jawohl. Oh je. So, ich trinke noch mal einen Schluck, bevor ich hier durchgehe. Das wird bestimmt Bosskampf. So. Torgal, schön heilen, ne? Danke. Oh ja. Oh je, was kommt jetzt? Das ist tatsächlich Lady. Okay. Müsst ihr jetzt nicht sagen. Das ist doch unsere Mutter, oder? Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Das stimmt. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Ja, das kannst du aber mal voll vergessen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Oh oh. Du kleines, freches Lamm. Oh oh. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Oh oh. Jetzt wird es Zeit für dich zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Oh, die ist gut synchronisiert, ey. Komm, mein Lämmchen. Auf die Schlachtbank mit dir. Oh Gott. Wir werden so kalt gemacht. Fuck. Wow, voll rein, natürlich. Okay. Au. Oh. Erstmal gucken, wie die funktioniert. Okay. Oh, fuck. Na gut. Ich denke mal, die hat noch eine Phase 2. Zu langsam, sagt er zu Windesper. Na klar. Oh. Jo, 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 jo. Eieiei. Ich hab doch ausweichen gedrückt. Kann ich auch. Komm her, du blöde Kuh. Die hat bestimmt noch eine Phase 2, die ist viel zu leicht. Wann kommt die Phase 2? Okay, hier ist er. Wow. Geiles Schwert hat sie. Wo ist er?
wirkt ein heilendes Heulen. Sehr gut, Torgal. Sehr gut. Das wirst du bereuen. Oh Gott, jetzt geht's ab. Jetzt sind wir am Arsch. Oh Gott, oh Gott. Oh, ouch, ouch, ouch. Au, ah, oh, der Rücken. What the fuck? Die hat wieder volle Energie. Torgal, Hilfe! Hab dich. Ja, ja, ganz locker bleiben. Ja, Torgal! Hey, 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 hey! Nein! Torgal! Schrei so laut du willst. Dafür wirst du brennen! Oh, du blöde Schlampe! Ach du Scheiße! Okay, jetzt hat's ein bisschen mehr. Was kommt jetzt? Oh, okay. Oh, zweimal, alles klar. Shit, shit, shit. Eieieiei. Jetzt hat sie ein bisschen mehr Energie, die gute. Nee, nee, nee. Okay, eins, zwei, drei. Okay. Oh, fuck. Knapp vorbei. Die hat schnelle Angriffe. Naja, wenigstens ein bisschen Schaden zufügen hier. Haha, geil! Wie geil war das denn? Oh oh. Ich nehme mal einen Trank. Alter. Ist das eine Nervensäge? Knapp vorbei. Knapp vorbei. Alter. Shit. Knapp vorbei. Gebrochen? Okay, und rein und rein. Alter, ist die nervig. Und die hat einen Haufen Energie, ey. Krass. Genug gespielt. Nee, 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 nee. What? Ja, nee, ist klar. Willst du mich verarschen? Oma Komet. Ja, da bin ich hier bei Radan oder was? Staub zu Staub. Geil. Und rein jetzt, los. Komm schon. Alles, was wir haben. Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich denn dem ausweichen? Okay. Die Dinger wieder? Okay, okay. Okay. Was kommt jetzt?
Das war neu. Wow, wow. Alter, die haut jetzt alles hintereinander hier raus. Was? Ich brauche mal einen Trank. Ich könnte auch mal ein Stärketonikum nehmen. Vielleicht hilft das ein bisschen. What the fuck? Was ist das denn? Die ist sauer. Wow. Na klar. Alter. Du blöde. Warum? Alter, und da kommen noch mal Klingen hinterher. Willst du mich verarschen? Fuck, ey. Wahnsinn. Okay, die alte ist heftig. Shit, shit, shit. Ich habe keine Heiltränke mehr, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich sollte mehr rumschießen. Gebrochen! Die geht ganz schön ab, die alte, ey. Krass. Und ich hab nichts mehr, ne? Ich habe keine Heiltränke. Was? Ich bin tot? Doch nicht. Oh Gott. Torgeil! Torgeil rettet die Situation. Wäre jetzt noch schön, wenn er mich heilt. Torgeil ist wieder am Start. Supergeil. Nice. Oh. Kehle, Torgeil. Kehle. Alter. Alter Schwede. Guckt erstmal eine erfrischende Heilung. Torgeil. Sehr gut. Weiter so. Okay, krass. Ich muss auf Torgeil umschalten. Ja, um mich zu heilen. Okay. Oh, ist die übel, ey. Ja, 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 ja. Ich merke das schon. What the fuck? Alter, ist die übel. Shit. Shit! Torgeil! Ich kann nichts machen! Schnell, meine Wunden! Alter Schwede. Okay, das war's. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was soll ich denn machen? Oh, ich müsste sie noch einmal brechen, das wäre so super. Fuck, 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 fuck. Torgeil, heil mich. Puh. Komm schon, wir müssen sie noch einmal brechen.
Dann haben wir sie. So langsam. Shit. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Torgeil, heil mich zu... Nein! Ich bin tot. Komm schon. Ja. Okay. Und ciao. Kommt mir das nur so vor oder hat sie mich am Ende gewinnen lassen? Hui. Torgeil, ich danke dir. Oh, danke schön. Es war nur deine Heilung, die mich gerettet hat. Oh, die war nicht ohne. Junge. Wille des Feuers Lohe schwingen. Okay, 10% höhere Willenskraft. Willenskraftschaden. Sehr gut, Torgeil. Super gemacht. Ist mir warm jetzt. Hui. Okay. Alter. Die Lady, die hat echt Haare auf den Zähnen, ey. Ich. Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Tja, hättest du mich mal umgebracht, ne? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Ha, Sid, du sagst es. Was willst du hier? Dann kriegst du gleich noch einen Donnerblitz hinterher. So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Ich bin die Rache. Oh, jetzt. Jetzt wird's spannend. Und tschüss. Deine Kräfte sind mein. Woher weißt du, wie das geht? Ja, ne? Sid hat sich ganz schön feiern lassen. Okay. Ja, Torgeil, behalt die schön im Auge. Ist alles richtig. Es reicht mir. Tja, die kann nicht mehr abhauen, ne? Geht nicht mehr. Lalalalala. Tja, jetzt bist du nur noch ein gewöhnlicher Mensch. Geil, Kräfte geraubt, finde ich super. Ganz genau. Hat sie verdient. Sogar besser als der Tod. Gib sie her! Vergiss es! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Oh, der jetzt noch. Wo ist sie? Wo ist Garuda? Finde ich das gut gerade. Oh, ich möchte ihre Verzweiflung schmecken. Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Ja, jetzt braucht die keiner mehr. Oh, finde ich das gut. Was ist hier los, verdammt? Ich finde das so gut. Genau, Torgeil. Sag's ihr. Kraft, du hast sie ihr genommen. Ganz genau. Aber wie? Das weiß ich nicht. Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen.
Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Ja. Naja, aber wir haben... What? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das hat man letztens erst bei Spider-Man. Der ist interessant. Was war das? Wer bist du? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Sie hat doch... konnten fliehen. Die hat Ähnlichkeit mit Ellie, ne? Gehen wir. Von Last of Us. Ja. Irgendwie. So ein bisschen vom Gesicht her, finde ich. Nur die Haare ein bisschen anders. Also. Ja, Garuda. Garuda. Thorgal. Schleich dich, dumme Ziege. Hast du recht. Muss ich mal erlauben. Ich hab bloß... den Bot drin, der den Chat ein bisschen frei hält. Alles ist gut. Oh, wir können hier zurückkehren. Das ist ja super. Oh, sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Naja. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. So voreilig sind die nicht, ne? Wir haben alles zerstört. Können wir die einfach... Zack, zack, zack. Okay. Die Macht des Windes. Sieht cool aus. Schönes Siegel. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Na, scheinbar nicht nur ein Stück, hä? Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten. Wie zum Beispiel Krallentanz. Oh Gott, wir können die... Können wir das echt... Oh, das wäre geil. Einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details dazu findest du beim Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Sehr gut. Ah, jetzt ergibt das mit Garuda auch Sinn. Hab das gestern nicht richtig verfolgt. Gestern? Du hast das wohl gestern schon irgendwo gesehen? Garudas Esperkraft. Mit Garudas Esperkraft fatale Umarmung. Oh ja, die war böse. Kann Clive kleine, leichte Gegner zu sich ziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden. Oh, nett. Wenn ihre gelbe Willenskraftanzeige unter 50% gefallen ist und sie dadurch ins Schwanken geraten sind. Umgeworfenen Gegnern kann leicht viel Schaden zugefügt werden. Super geil. Muss ich mal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, gestern bei jemand anderen, der das Spiel gestern bekommen hat. Ah, ich habe es gestern leider nicht gekriegt. Ich war bei Saturn gewesen, aber sie durften es mir noch nicht verkaufen. Sehr, sehr schade. Sonst hätte ich es gestern auch schon gehabt. Es stand schon da bei den Kassen, aber sie durften es nicht verkaufen. Allerdings habe ich es heute für 15 Euro günstiger gekriegt. Also easy. Ebenfalls bei Saturn. Nice. Hat mich gefreut. Esper wechseln. Drücke Dreieck, um zwischen deinen Espern zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Okay. Das müssen wir uns da gleich mal angucken, wie das funktioniert. Ah, man kann dann hoch und runter schalten oder was? Interessant. Abklingzeit von Esper-Fertigkeiten. Abklingzeiten für Esper-Fertigkeiten sind an der runden Leiste, um das entsprechende Symbol mit im Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Die Verfügbarkeit der Fähigkeiten anderer Esper wird durch die farbigen Punkte rechts oben im Widget angezeigt. Mhm. Ah, alles klar. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe. Und wie schalte ich das dann um? Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber... Hast du sie jetzt, oder? Ich glaube. Ja, ich glaube, haben wir. Garuda einverleibt. Nice. Wir haben noch nicht mal unsere Kraft hier richtig hochgepowert. Ich glaube, ich muss halt noch ein bisschen leveln. Außerhalb des Streams. Alter Schwede. Was ist das denn für eine geile Fähigkeit? Seht ihr das? Ja, ihr seht's. Gut. Orkanrad. Boah, die sieht echt gut aus. Vollführe einen drehenden Angriff in der Luft und reiße dabei alle Gegner in Reichweite mit hinauf. Auch in der Luft einsetzbar. Tatsache! Wer hätte das gedacht? Fatale Umarmung. Das ist das Ranziehen. Okay, packe Gegner mithilfe einer gewaltigen Klaue und ziehe sie zu dir heran. Bei größeren Gegnern zieht sich
Clive selbst an ihnen in die Luft hinauf. Oh, nett. Und hier haben wir Krallentanz. Oh, 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 oh. Und nochmal. Und zack. Alter Schwede. Die macht sehr viel Betäubung. Das finde ich gut. Beschwöre zwei reißende Klauen, die sich erbarmungslos auf den Gegner stürzen. Auch in der Luft einsetzbar. Hm. Aber die können wir schon, ne? What the fuck ist jetzt kaputt? Haben wir Herbst? Hier weht es gerade Blätter rum. Was? Also ich weiß ja nicht, wo du herkommst, Torgal. Aber bei mir in Leipzig ist noch alles ziemlich ruhig. Obwohl eigentlich Unwetter angesagt wurde für heute. Aber bisher ist noch alles ruhig. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Wie funktioniert denn das dann? Ja. Wie funktioniert denn das Umschalten? Ich spüre sie. Sie ist in mir. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Ach, so kann ich das machen. Alles klar. Feuer essbar, Wind essbar. Wie geil ist das denn? Ich hab die ganze Zeit? Das ist ziemlich cool. Oh nein, Torgal, das tut mir leid. Guck mal hier, ich streichel dich auch. Geht das? Warum kann ich Torgal nicht mehr streicheln? Bestimmt, weil da Gegner sind. Ich streichel dich dann, Torgal. Nicht traurig sein. Okay, ich würde das mal ausprobieren. Ja. Kollegen, guck mal. Alter. Oh, guck mal, was ich noch kann. Und zack. Alter, ist das geil. Und Donnerblitz gab es auch noch. Ja, das ist cool. Okay, das mit dem Umschalten muss ich mir noch, ne? Muss ich mir noch angucken, richtig, wie das funktioniert. Oh, das ist schon nice. Gefällt mir. Okay, dann können wir... Siehst du, und jetzt haben wir hier zum Beispiel Glorios. Ein riesengroßes, naja, Wiesengebiet, sage ich mal. Und ich garantiere dir, wenn ich das ablaufe, dass ich maximal eine oder zwei Kisten finde. Wenn überhaupt. Da hinten sehe ich eins. Aber hier gibt es echt nicht so viel. Da ist was. Wir hatten letztens nämlich schon mal so ein großes Gebiet. Bevor wir in die eine Stadt rein sind. Und da gab es zwei Sachen. Zwei Sachen und zweimal Gegner irgendwie. Aha, gut. Mutterkrab, Krab. Ja, jetzt bin ich schon losgelaufen. Ich wollte doch eigentlich in die Fähigkeiten. Okay, Fertigkeiten. Das versuche ich tatsächlich ab und zu. Aber ich werde jetzt erstmal die Fähigkeiten hier erhöhen. Das hier finde ich recht nice. Das macht mehr Schaden. Erstmal mehr Schaden, ne? Erstmal mehr Schaden. 1000 als nächstes. Okay. Okay. Na gut, da müssen wir dann mal gucken. Komm, Clive, lauf. Du bist doch so schnell. Ja, da komme ich nicht weiter, aber... Ich würde trotzdem mal ganz kurz rübergehen. Gucken. Aha. Na bitte. Noch was? Nee, nee, nee. Da hinten ist noch was. Und was mich noch stört, ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich schnell bewege, eine gewisse Bewegungsunschärfe mit drin ist und ich kann sie nicht ausstellen. Das nervt. Okidoki. Ich gehe mal kurz das Feld ein bisschen ab. Ein paar Gegner waren ja hier. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch
ein Item oder so finde. Ach komm. Immer rein hier in die Freunde. Oh. Alter, bleib ruhig, Kollege. Okay, ich muss das bisschen üben. Und schau. Ach ja, jetzt habe ich ja die Fähigkeit. Oh, da muss ich drauf achten. Jetzt habe ich das Ranziehen ja da drin. Okay, darauf muss ich achten. Okay. Ja, das wird interessant. Da werde ich bestimmt ab und zu mal ein bisschen durcheinander kommen. Weil ich dann übersehe, dass ich die andere Fähigkeit aktiviert habe. Obwohl die Ranziehfähigkeit auch ganz cool ist. Oh ja, ist nett. Ja, beruhig dich, Clive. Junge. Aber ist cool, werde ich jetzt viel öfter einsetzen. Die Fähigkeiten. Weil, ja. Die laden sich recht schnell wieder auf. Und da passt das eigentlich. Ja, nicht eine Kiste bisher. Oh. Wenn man vom Teufel spricht, dann kriegt man auch eine Kiste. Ein Jillkäfer. Siehste. Gibt's hier was Neues? Oh, hier gibt's was Neues. Ein Mann namens Margrace. Ein rätselhafter Mann, von dem vermutet wird, ein Dominus. Achso, das kennen wir schon. Es hat sich also bloß der Name geändert. Alles klar. Gut. Hopp. So, ich muss ab und zu mal auf die Uhr gucken, wie spät es... Oh, hi, Freunde. Okay, du Vieh regst mich auf. Hahaha, wie geil. Oh, danke. Echt nett. Auf der Brücke ist blöd zu kämpfen. Ich kann auch schießen. Haha. Wind erwacht. Ah, jetzt aber. Das war's. Okay, ich habe jetzt ein bisschen viel hin und her geschalten. So, Ruhe ist. Vernünftig.
Hast du die Blätter aus deiner Wohnung vertrieben? Okay. Siehst du, ich wollte den Kampf hier eigentlich noch mitnehmen. Speichern wir mal kurz. Oh, da hinten liegt noch was. Auch den Benedikta-Kampf wollte ich ja mitnehmen. Der macht sich bestimmt gut im Intro-Video. Ich müsste das bloß langsam mal schneiden. Weil inzwischen ist das so lang. Das wird riesengroß. Da werde ich eine eigene Festplatte für brauchen. So, ich wünschte, ich könnte selber entscheiden, wann er schneller rennt und wann nicht. Das wäre echt super. Weil er läuft manchmal echt so trantütig. Okidoki, na gut, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Auftragsziel in der Nähe. Und die Zwischensequenz beginnt. Sehr gut. Dieses Wetter, pisswarm, jetzt Wind, Herbst, Regen, danach eine Sauna aus der Bude. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Torgal. Das sagt der Richtige. Ja, ich verstehe dich. Das Wetter regt mich auch auf. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Furchtbar. Vor allen Dingen, der Lüfter macht das nicht mal kühl hier, sondern es ist einfach nur warme Luft, die mir um mein Köpfchen hier ein bisschen gepustet wird. Furchtbar. Könnte ruhig mal abkühlen. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Ja. Aber war das vielleicht... Sie sind sicher. Das war bestimmt Moss... Mossgard, Marquardt, wie er heißt. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und, ja. Er ist fündig geworden. Da gebe ich dir recht, Torgal. Dabei waren wir so nah. Und Clive müsste sich mal ein bisschen beruhigen. Gut, der mit seiner Rache ist ein bisschen... übertrieben. Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Die Stimme. Oh, wer erkenne ich in die Stimme? Uns, Freunde. Ganz bekannt. Ich glaube, er mag dich. Was war denn das? Okay, stocken. PlayStation 5. Rennst du gerade durch wegen der Wärme oder was? Sie ist weg. Weg. Oh ja, die leidet richtig. Finde ich super. Stark sein. Wir bringen euch hier. Weg. Hier, jetzt ein Taschentuch. Was soll ich nur tun? Barnabas. Wann erreichen wir die Küste? Mit dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Da fällt mir gleich Alf ein mit dem Spruch, kann ihn jemand mal im Taschentuch geben? Das war so gut. Was soll ich nur tun? Milady. Autsch. Geralt. Oh. Autschi. Meistens nicht gut, wenn sowas passiert. Banditen. Was haben wir denn hier? Oh ja. Jetzt hast du die Arschkarte, Fräulein. Ein Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Waren gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Oh je. Ich hoffe, sie wird bloß versklavt und nicht andere Sachen. Weil das wünscht man keinem. Sie ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Sehr gut. Sie können dir nicht mehr wehtun. Oh, die war mal eine Sklavin. Oder wurde die von den Eisernen befreit? Komm. Lass uns gehen. Weil die Eisernen behandeln die Domini ja als Abfall sozusagen. Ist das interessant. Nicht auf dich hören wollte. Warum habe ich mit der bloß so wenig Mitleid? Ja! Oh. Diese elende Welt. Ja,
Die hat scheinbar doch noch ihre Kräfte, oder? Jetzt dreht's ab. Jetzt dreht's am Rad. Oh oh. Nervenbahn durchtrennt. Ja, die ist sauer. Boah, sieht das cool aus. Geil.